Weiter geht's bei Mystery Case Files Ravenhurst. Ja, im letzten Part haben wir ganz viele Chamäleon-Objekte mit Tipp gefunden und sind jetzt hier irgendwo. Auf den pompösen Skulpturen sammelt sich seit Jahren Moos an. Die Gravur auf diesem Grabstein ist durch die Dunkelheit nicht zu erkennen. Haben wir irgendwas zum Licht machen? Feuerzeug? Nein. Okay. Der Leuchtturm erhebt sich als Silhouette vor dem Sturm. Warum können wir nicht dahin gehen? Edmund Lars, 31241. Ein kaputtes Monument markiert die letzte Ruhestätte einer unbekannten Person. Gute Frage, wer ist das? Warum können wir nicht hier hingehen? Merkwürdig. Wir sind hier doch nicht einfach nur so. Wir müssen hier doch... Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Was passiert mit der Leiter? Hm. Ah, falsch. Genau, dafür brauchen wir den Schlüssel. Mir jemand den Tipp gegeben, ich sollte doch damit die Post aufmachen. Jetzt haben wir nämlich einen Faden. Es ging nämlich gar nicht um die Briefe, sondern um den Faden. Und damit können wir bestimmt den Magneten verlängern. Tada! Und wir sind drin. Nach großer Anstrengung, den Leuchtturmschlüssel zu finden, gelangte ich endlich in den wachsamen Turm. Leider verhindert die Dunkelheit im Eingangsbereich weitere Erkundungen. Die Ironie, dass man Licht in einem Leuchtturm benötigt, wäre etwas amüsant, wenn ich nicht so durchnässt wäre. Endlich schaffte ich es, nach mühevollem Herumtasten einen alten Ofen aufzuspüren, der mir dabei helfen kann, den Raum zu erhellen. Ich muss eine Möglichkeit finden, das Feuer zu entfachen. Die Hitze kann gleichzeitig meine Kleidung trocknen. So, jetzt sieht es hier doch gleich nicht netter aus. Ich nehme jetzt eine Lupe. Verschiedene Karten und Bücher mit zweifelhaften Titeln bedecken den Tisch. Draußen flackern gelegentlich Blitze vom hereinziehenden Sturm auf. Muss ich hier wohl für eine Zahl bilden? Auf der Karte wurden Kritzeleien und Kauderwelsch hinterlassen. 15, 2, 14, 21, 6, 5. Was sind 6 Zahlen? Die unten sind nur 4. Wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir auf 20, 31 und hier unten auf 33. Nein, 32. 32? Ja. Kann auch nicht mehr rechnen. 31, 32. Würde das klappen?
Okay, wie kriege ich da unten die zwei hin? Und hinterher ist das auch noch alles falsch, was ich hier mache. Ich raff's nicht. Wir lösen das. Ich hätte aber gerne gewusst, was jetzt die Lösungszahlen sind. Egal. Eintrag 1258. Lampen brennen nach Sturm. Nicht Sturm? Im Leben nicht, oder? Egal, nicht mehr. Der Blitz hat einen Stromausfall verursacht. Zum Glück hatte ich eine extra Sicherung für den Stromkasten draußen zur Hand. Zurücksetzen. Einzugeben, bevor der Strom wiederhergestellt werden kann. Notiz an mich. Futter für die schwarze Katze besorgen, die mich besuchen kommt. 5374. Ein Leuchtturmwetter hielt seine täglichen Aufgaben im Tagebuch fest. Und es leckt gerade. Jetzt geht's wieder. Merkwürdig. Jetzt leckt's wieder. 5374, okay. Ich muss mal eben neu starten, es laggt zu sehr. So, bin wir da. Ein dicker Farbklecks auf dem Boden. Wo ist der Hausmeister, wenn man einen braucht? Oh nein, bestimmt, es laggt schon wieder. Es gibt's doch nicht. Aber richtig derbe. Ja, es bringt. Ich starte mal eben den Rechner neu. Ach, bin wieder da. Diesmal hoffentlich ohne Lag, aber ja, es läuft ganz gut jetzt. Also, die Hand hatte ich gedacht, war es aber nicht. Bitte die Spinne. Ja, danke. Ich mag das nicht, wenn die da hängt. Okay, die habe ich jetzt wieder recht fix gefunden. Ich bin übrigens nicht die einzige Phobikerin, die sich bei Big Fish schon mal in den Bewertungen von Spielen beschwert hat, dass da immer Spinnen durchlaufen müssen. Was es für unser eins nicht so leicht macht. Ich meine, klar, wenn jetzt steht, das große Thema ist Clowns oder so, man hat da Angst vor, dann kann man das meiden. Aber hier geht es wirklich in jedem Spiel immer irgendeine Spinne und das ist nicht so schön.
Zwei fehlen noch. Nicht Spinnen, sondern Chamäleon-Objekte. Immer wenn ich denke, da war was, dann war es doch nix. Eins noch. Vielleicht wird es ja das Erste, was ich ohne Hilfe schaffe. Muss mal eben hier. Etwas schreiben. Ja, sorry, war jetzt blöd, aber. Ich habe nebenbei immer noch wieder mit den Augen drauf geguckt, in der Hoffnung, dass sich hier irgendwas bewegt, aber. Nope. Ich sehe nichts. Ach, was soll's. Für einen kann man das echt machen. Okay, da habe ich die ganze Zeit hingeguckt. Ich mach jetzt den Schrank auf. Ja! Und da drin ist Schraubenschlüssel. Ah, damit können wir den Wasserhahn aufmachen. Wir haben ja auch einen Eimer, da muss bestimmt Wasser rein. Aber die Frage ist, wofür? Halt. Ich kann kaum erkennen, was an die Seite des Leuchtturms eingraviert wurde. NWSNW. Ah, das sind bestimmt die Zahlen von unten. Ich muss mal wieder anfangen mitzuschreiben. Das wollte ich nicht. Nein, ich wollte hier raus. Vielleicht müssen die hier alle
an, also müssen alle an sein, außer denen, die da stehen. Moment, die haben die Reihenfolge festgelegt. Jetzt habe ich es verstanden. Moment, ich muss mal eben. Verzeihung, Niesen. Weil es geht hier um die Himmelsrichtung. 2, 14. 21, 6, 5. Wir müssen anfangen mit Norden. Das ist die 2. Damit. Aber Westen funktioniert nicht. Im Westen ist ja nichts. Vielleicht heißt es auch Nordwesten. Das wäre die 15. Dann Süden. Das ist die 6. Und dann nochmal Nordwesten. Norden wäre die 2. Das wäre 15, 6, 2. Ah, eine obere Ebene des Leuchtturms wird durch eine schwere Falltür blockiert. Norden. Ja, weil Westen gibt's ja nicht. Und wenn wir nur machen Norden, Süden. Dann habe ich ja wieder die. Es müssen 4 Zahlen sein, das ist schon mal gut zu wissen. Vielleicht ergibt sich ja auch nach irgendeinem Prinzip die Zahlen für Westen und Osten. Und die muss ich raten? Oh! Ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal Süden ganz, ganz unten. Ja, hat geklappt. Dann mal hoch. Oh, aber ich sehe gerade, die Zeit ist um. Was immer das hier ist, das untersuchen wir im nächsten Part. Bis dahin.